Farid, du bist im Alter von 10 Jahren aus Syrien nach Österreich gekommen. Erzähl uns einmal, wie war das damals? Ja, damals hat mein Bruder hier in Österreich gearbeitet und meine Eltern wollten für uns eine bessere Zukunft bieten und deswegen sind wir hier nach Österreich legal eingewandert. Wie beurteilst du die aktuelle Flüchtlingssituation in Österreich? Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Also ich bekomme fast tagtäglich genug mit anzusehen, also wirklich Menschen, die gelitten und noch immer leiden. Aber andererseits verstehe ich auch die Angst der Österreicher, dass es irgendwann einmal genug ist. Wie kann man deiner Meinung nach Flüchtlinge bestmöglich in Österreich integrieren? Indem man ihnen Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Sprachkurse, vor allem für die Kinder, dass man ihnen erlaubt, gleich in Kindergarten, Schule und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass man ihnen auch so Sprachkurse anbietet, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel der Integration, wenn man sich verständigen kann. Wie geht es dir, wenn du als Dolmetscher für Flüchtlinge aus deinem eigenen oder ehemaligen Land im Einsatz bist? Natürlich ist es für mich sehr schwierig. Ich kam damals aus Syrien mit 10 Jahren und ich habe eine schöne Erinnerung noch von damals aus Syrien, aber diese Erinnerung verschwindet mehr und mehr, wenn ich leidende Menschen sehe, die einfach aus Syrien flüchten. Was erzählen dir diese Menschen, die von Syrien nach Österreich kommen? Ja, was diese Menschen erzählen, also so inhaltlich kann ich das nicht sagen, aber es sind halt Menschen, die ihr Hab und Gut einfach hinter sich lassen und um Leben flüchten müssen. Also es ist wirklich die unterschiedlichsten Geschichten dabei, aber es sind auch einige Geschichten, die unter der Haut gehen. Du machst ja selber Hilfsaktionen. Erzähl mal, wie verlaufen diese? Ich habe vor circa 1,5 Jahren mit diesen Spendeaktionen gestartet, damals im Facebook schon, aber das hat so ein Riesenausmaß genommen, dass ich bin so glücklich darüber, dass es jetzt so viele Menschen in Österreich gibt, die einfach wirklich spenden wollen, ein großes Herz zeigen. Ich sammle immer wieder je nach Gebrauch, Gewand, jetzt im Sommer, Zelte, Schlafsäcke, vor allem auch. Ich habe mich auf die Kinder und Babys konzentriert, also viele Hygieneartikel, Windeln, Feuchttücher und alles halt, was man so für den täglichen Leben braucht. Du warst heute schon in Dreiskirchen mit einer Hilfslieferung. Wie ist dort die Lage? Ja, das mache ich fast tagtäglich. Also ich fahre immer mit einer vollen Ladung dorthin. Ja, die Lage in Dreiskirchen hat sich im Vergleich zu den letzten 3, 4 Wochen etwas natürlich verbessert, sind aber natürlich auch wirklich sehr alle bemüht, dass man dort das Lager entlastet und dass die Flüchtlinge alle Dach über den Kopf haben. Also es macht sich schon bemerkbar, das Ganze. Aber natürlich noch immer viel zu viel los dort. Hast du derzeit Kontakt zu Menschen in Syrien? Was erzählen dir die? Natürlich habe ich Kontakt zu meinen Verwandten. Ich habe noch Verwandten da unten und ja, ihnen geht es halt nicht gut. Noch geht es ihnen gut, aber wer weiß, es kann sich gewaltig von heute auf morgen ändern, das Ganze. Und wir hoffen noch, dass sie rechtzeitig von dort fliehen können. Vor allem wir sind Christen und die Christen werden noch ja, umso mehr verfolgt. Ja, es ist halt wirklich schlimm, eine schlimme Lage dort und wir hoffen, dass sie noch rechtzeitig fliehen können. Wie schaut es bei dir emotional innen drinnen aus derzeit? Ja, es ist wirklich sehr bitter, wenn man sieht, wie der eigene Land zersplittert, wie die eigenen Menschen aus dem Heimat fliehen müssen und wie das Land Tag für Tag zu Brüche geht. Also es ist echt sehr hart. Danke, Fadi, alles Gute. Gerne, danke.